auf der Bult. Hier bei uns in Hannover, da stehen rund 110 Kirschbäume und die Spur, warum sie dort stehen, deutet nach Japan. In der japanischen Kultur, da ist die Kirschblüte nämlich eines der wichtigsten Symbole. Sie steht für Schönheit, für Vergänglichkeit und für Aufbruch. Und so wichtig wie das Oktoberfest für Bayern ist, so wichtig ist wohl das Kirschblütenfest für Tokio und Co. Und Hiroshima ist ja die Partnerstadt Hannovers. Und so kommt es, dass wir dieses Kirschblütenfest auch mitten in Hannover haben. Das war am vergangenen Sonntag und Nadja Babalola war vor Ort. Frühlingsanfang auf Japanisch und das mitten in Hannover. Beim 14. Kirschblütenfest auf der Bult waren die Blüten zwar schon verblüht, doch davon ließen sich die vielen Besucher nicht abhalten. Zwischen Picknickkörben und Leckereien stand hier alles im Zeichen der japanischen Kultur. Und das alles, um den Frühling zu begrüßen, das weiß die Kulturbotschafterin der Stadt Hiroshima, Hiroyo Nakamoto. Ja, in Japan ist traditionell, wenn die Kirschblüten blühen, also das bedeutet jetzt langsam die Ackergesellschaft, also Reisfelderarbeit fängt es an. Damit, dass man freut, also vorbereiten bedeutet auch, aber freut man sich, dass endlich mal Frühling gekommen ist. Die Kulturbotschafterin ist auch Teemeisterin und so bekamen die Besucher obendrauf eine klassische Teezeremonie zu sehen. Es gibt ganz viele Varianten bei der Teezeremonie, also richtig, also streng auf den Tatami sitzen und kleinen engen Raum, also zusammen mit den Gästen und genießen. So eine Teezeremonie gibt es, aber auch wenn das draußen schönes Wetter ist und eine schöne Gelegenheit ist, dann macht man auch so eine mehr lockere Teezeremonie. Ja. Aber neben den traditionellen Angeboten kamen auch etliche Cosplayer und japanische Modeliebhaber, die diesem Trend folgen. Es ist die Lolita-Mode, die ganz viele verschiedene Substile hat und ich trage speziell jetzt Sweet Lolita, weil süß. Süß, bunt und für den einen oder anderen bestimmt auch mal etwas ganz, ganz Neues. Vielleicht auch eine willkommene und bunte Abwechslung zum derzeitigen Wahlkampf für unseren Regionspräsidenten Hauke Jagau. Ja. Das ist schon ziemlich witzig, muss ich sagen. Es ist schon relativ extrem. Ja, ach, neu. Also die Menge hier sind, die haben sich anscheinend verabredet, dass sie sich hier treffen. Aber ich finde das klasse, wenn so ein Fest bunt gemacht wird und wenn Menschen, die besondere Neigungen haben, die auch hier zum Ausdruck bringen, finde ich völlig in Ordnung. Und das zeigt ja auch eigentlich unsere Kultur. Und das macht sie auch stark, finde ich, dass sie so vielfältig ist. Vielfältig war es auf jeden Fall. Zwischen Teezeremonie, Cosplayern, Kalligrafie und Origami konnte man es sich an diesem Sonntag hier auf der Bult so richtig gut gehen lassen. So kann der Frühling gerne weitergehen.